Genau, ja. Guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zur zweiten Vorlesung Humanoide Robotik, Robotik 2. Und wir machen heute weiter, und zwar fangen wir mit dem richtigen Inhalt der Vorlesung nach der Motivation und Einführung vom letzten Mal. Wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, die Vorlesung wird aufgezeichnet und wir stellen diese Aufzeichnungen am Ende der Vorlesung auf unser YouTube-Kanal zur Verfügung. Ich habe hier eine Bitte an euch für die Zukunft, und zwar, wenn es große Fragen gibt, die wir vertiefen sollen oder die wir beantworten sollen, dann auf jeden Fall den Chat hier benutzen. Wir werden auch bei größeren Sachen, wenn es größere Fragen nicht ein Ja, Nein oder Einsatz-Antwort-Frage, sondern prinzipielle Fragen gibt, dann werden wir in den nächsten Vorlesungen, also in den darauf folgenden Vorlesungen, Bezug drauf nehmen. Also wenn ihr Fragen habt, zögert bitte nicht, diese per E-Mail an uns oder im Chat jetzt zu erwähnen und Wünsche zu äußern, also dass wir dieses Thema oder dieses Thema besser und ausführlicher behandeln sollen, weil es nicht so gut rüberkam. Genau, worum geht es heute in der Vorlesung? Es geht zunächst mal um die Vorstellung von humanoiden Robotern, die so bekannt sind auf der Welt. Was macht man eigentlich mit diesen Systemen? Also woran forscht man genau? Wir werden sehen, dass es nicht nur darum geht, hier die Mechatronik von diesen Systemen zu entwickeln, sondern um weitere Forschungsfragen der Kognition oder der künstlichen Intelligenz, um mehr über den Menschen zu verstehen. Dann werden wir auf eine Challenge eingehen, die von 2012 bis 2015 stattgefunden hat, die DARPA Robotic Challenge, wo es darum ging zu evaluieren, wie weit ist man eigentlich mit humanoider Robotik und wie weit oder was können humanoide Roboter in Katastrophenszenarien an Unterstützung leisten. Wie in der einführenden Vorlesung erwähnt, der Mensch steht in unserer Forschung im Zentrum hier. Aber wenn es darum geht, humanoide Roboter zu entwickeln, dann ist natürlich auch das biologische Vorbild hier wichtig und zentral. Und deshalb wollen wir uns einige Modelle des menschlichen Körpers, die man als Grundlage für das Design und für die Entwicklung von humanoiden Robotern nutzen kann. Und dann ein paar Beispiele, so die Mechatronik von einigen Systemen, wie sie momentan realisiert sind, insbesondere die Systeme, die wir bei uns haben. Eine komplette Beschreibung bzw. Diskussion der mechatronischen Konzepte aller humanoiden Roboter würde den Rahmen dieser Vorlesung hier bei weitem sprengen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne die Frage beantworten, die jeder von euch vielleicht mal gestellt hat, warum eigentlich humanoide Roboter? Also warum baut man humanoide Roboter und was ist so die Idee dahinter? Warum muss ein Roboter eine humanoide Form haben? Ist eine sehr beliebte Frage eigentlich von vielen, von der Presse natürlich, in der Forschungscommunity. Muss ein Roboter, der Menschen assistiert oder unterstützt im Alltag, in industriellen Umgebungen, eine humanoide Form, also eine anthropomorphe, menschenähnliche Form haben? Und aus meiner Sicht gibt es drei Gründe, warum solche Systeme humanoid oder menschenähnlich sein sollen. Und mit menschenähnlich meinen wir nicht unbedingt die Form, sondern vielmehr eigentlich das Bewegungsverhalten. Das Verhalten insgesamt und insbesondere das Bewegungsverhalten. Und der erste Grund ist die Vielseitigkeit, die man sich wünscht von Robotern, die Menschen assistieren. Also
Man will natürlich, und das ist so der Traum oder die Vision von vielen, wenn man sagt, Assistenzroboter oder humanoide Roboter, das sind Menschen, das sind Maschinen, die zum Beispiel im Alltag, im Haushalt vielseitige Aufgaben ausführen können. Die können den Tisch ausräumen, die Geschirrspül aufräumen, die Geschirrspülmaschine beladen. Sie können ein Getränk servieren. Und so weiter und so fort. Das heißt, Systeme, die vielseitig sind und die nicht spezialisiert sind auf eine einzige Aufgabe, wie ein Industrieroboter, der perfekt eine einzige Aufgabe immer wieder machen kann. Das ist ja nicht das Ziel. Das hat man gezeigt, dass man solche spezialisierten Maschinen auch bauen kann. Die werden in der Produktion, Halbleiterindustrie, Automobilindustrie eingesetzt, aber die können nicht unterschiedliche Aufgaben ausführen. Und wie wir wissen, wir Menschen können das. Ja, wir sind auch vielseitig, indem wir können Manipulationsaufgaben machen, die auch sehr feinfühlige Interaktionen mit Objekten durchführen, schwere Objekte tragen, vom Boden etwas zusammenbauen, im Garten arbeiten, die Wohnung putzen und so weiter und so fort. Und wir wollen auch Systeme, die in Umgebungen interagieren können, die von Menschen geschaffen sind. Ja, alle diese Umgebungen, in denen wir leben, die wurden ja für den menschlichen Körper geschaffen. Die Breiten der Türen, die Höhen der Tische, die Ergonomie von Stühlen, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich für den menschlichen Körper alles optimiert worden, damit wir uns so bequem fühlen und die Aufgaben auf eine effiziente Art und Weise durchführen können. Außerdem alle Werkzeuge, die wir nutzen, von Akkuschrauber, Schraubendreher, Gabel, Messer, Löffel, Griffe von Tassen und Objekten, die wir handhaben, die wurden optimiert auch für die menschliche Hand. Das heißt, vielseitige Systeme, die in Umgebungen agieren und interagieren können, die von Menschen gemacht sind und die Werkzeuge und Objekte handhaben können, die auch für die menschliche Hand gemacht worden sind. Und zu unserem besten Wissen gibt es keine andere Morphologie, die das besser machen kann als die Morphologie des menschlichen Körpers. Das heißt, wir sind optimal eigentlich im Hinblick auf diese Anforderungen, die wir jetzt hier gestellt haben. Das ist für mich die erste und vielleicht das wichtigste Argument, warum wir humanoide Roboter brauchen. Wenn man natürlich Und wir werden heute Beispiele sehen. Man kann mit anderen Morphologien, also Körperformen, auch bestimmte Aufgaben realisieren und vielleicht besser als mit einer menschenähnlichen Form. Weil Laufen auf zwei Beinen in schwierigen Situationen ist vielleicht eine große Herausforderung, technisch eine große Herausforderung. Wir werden sehen, dass viele Teams zum Beispiel im DARPA Robotics Challenge keine zweibeinigen Roboter konstruiert haben, sondern andere vierbeinige Roboter, die sogar nicht auf Beinen, sondern auf Rädern und ähnliches, die Aufgaben oder die Tasks bei diesem Wettbewerb durchgeführt haben. Das zweite Argument, ist die Prädiktion von Aktionen eines Roboters. Die Tatsache, wenn wir als Menschen, wissen, wie diese Roboter sich bewegen, dann wird natürlich die Interaktion mit diesem Roboter einfacher für uns, weil wir eine bessere Vorhersage über die Aktionen des Roboters machen können. Wenn wir wissen, der Roboter bewegt sich wie ein Mensch, das heißt, der hat ja bestimmte Beschränkungen in seinen Bewegungen, dann würden wir uns besser darauf einstellen, ja? Das heißt, wenn wir wissen, dass der Roboter bis dorthin nicht kommt, weil die Bewegungsfreiheit im Schultergelenk so ist wie beim Menschen, dann wissen wir, ah, wenn ich mich dorthin stelle, dann werde ich keine Gefahr für den Roboter darstellen oder der Roboter wird keine Gefahr für mich darstellen. Das heißt, dadurch, dass wir Roboter bauen, die in deren Bewegungsverhalten ähnlich sind zu dem
zu dem Verhalten des menschlichen Körpers, verbessern wir die Prädiktion der Roboteraktionen, die ein Mensch eigentlich braucht, wenn dieser Mensch mit dem Roboter interagiert. Und das dritte Argument, und das ist, was oft in der Literatur oder bei vielen als erstes kommt, ist die Akzeptanz. Also man behauptet, dass die menschenähnliche Form zu einer besseren Akzeptanz von diesen Maschinen führt und eine bessere oder intuitive Mensch-Roboter-Kooperation. Das ist zu einem gewissen Grad wichtig, aber es gibt ein Phänomen, was uns was anderes erzählt, und zwar das Phänomen des unheimlichen Tales oder the Uncanny Valley. Was ist das? Uncanny Valley, das ist ein, wie ich bereits erwähnt habe, Phänomen des unheimlichen Tales von Professor Mori 1970 vorgeschlagen. Und die drückt eigentlich die negative emotionale Antwort gegenüber Robotern, die sehr menschenähnlich also aussehen. Und man sieht hier dargestellt in diesem Diagramm, man sieht hier einmal die Achse hier, das ist wie ähnlich so ein Roboter zum Menschen ist, und dann also die Achse hier, Human Likeness, und dann hier Akzeptanz oder Familiarity. Und man sieht, dass diese Akzeptanz natürlich steigt, also man akzeptiert vielleicht Roboter, die ein bisschen menschliche oder anthropomorphe Züge haben, mehr als Industrieroboter. Das steigt immer diese Kurve hier, und dann fällt sie abrupt runter, wenn die Ähnlichkeit zu stark wird, um wieder zu steigen, wenn die Ähnlichkeit sehr, sehr, sehr gut, beziehungsweise wenn das Technische, wenn der Roboter nicht mehr zu unterscheiden ist von dem von einem Menschen oder von dem biologischen System. Ja, also das heißt, wenn zum Beispiel hier eine Prothesenhand so ähnlich wie die menschliche Hand, die gesunde menschliche Hand ist, dann steigt diese Akzeptanz wieder hoch. Aber wie man sieht hier, ab einer bestimmten Grenze hier fällt diese Akzeptanz runter. Das ist praktisch dieses Uncanny Valley, also dieses Tal hier. Um wieder zu steigen, wenn das Ganze perfekt wird. Das heißt, das dürfen wir hier nicht vernachlässigen oder vergessen. Es gibt auch viele Studien in der Literatur im Bereich von Human-Robot-Interaction, die auch das belegen. Es gibt auch, und die besagen zum Beispiel, dass Menschen lieber mit einem weniger menschenähnlichen System interagieren als mit einem anthropomorphen System. Aber tiefer vertiefen will ich hier das Thema nicht, aber man sollte ja auf jeden Fall diesen Begriff und dieses Phänomen kennen, wenn man sich mit der humanoiden Robotik beschäftigt. Und man sollte in der Lage sein, diese Gründe, warum man humanoide Roboter baut, man sollte in der Lage sein, diese zu nennen. Ja? Also einmal die Vielseitigkeit, einmal die bessere Prädiktion von Aktionen des Roboters durch einen Menschen und natürlich diese Akzeptanz, die mit der Ähnlichkeit steigt und wieder abfällt und wieder steigt. So, und da sehen wir hier einige Beispiele von solchen Robotern. Ich muss mal hier die Fenster organisieren, weil das blockiert ein bisschen. Das ist hier das ist Erika hier, das ist ein Roboter, entwickelt von Professor Ishiguro in Japan, der Menschen, also zum Verwechseln ähnlich ist eigentlich mit dem Menschen. Und auf der anderen Seite sehen wir hier künstliche und automatisch generierte
digitale Avatare, ja, von Neon, von Samsung hier, die sollen weit jetzt über das, was persönliche Assistenten wie Siri, Alexa und so weiter gehen, indem sie tatsächlich Aktionen auch generieren. Nicht nur eine Frage-Antwort-System, sondern wie man hier gesehen hat, Bewegungen von Menschen, beziehungsweise sodass diese Interaktion, sodass man einen persönlichen Assistenten mit dem man richtig interagiert. Im Gegensatz dazu hier Hardware-Systeme, also das ist ein Roboter, Erika, also gebaut aus Hardware und nicht aus Software, auch um diese Interaktionsfragestellungen oder Interaktionsfragen mit dem Menschen zu untersuchen. Und humanoide Robotik hat in den letzten 50 Jahren Fortschritte gemacht. Da sind hier ein paar Beispiele auf der Folie gezeigt, angefangen mit Warbot 1, vielleicht der erste humanoide Roboter aus der Waseda-Universität in Japan, bis zu AMA 6 hier, die letzte Version von humanoiden Robotern, die wir hier in Karlsruhe entwickelt haben. Wir haben hier bei uns am Lehrstuhl ein sehr schönes Poster, was tatsächlich die Entwicklung von humanoiden Robotern oder alle bekannten humanoiden Roboter im Science Fiction, in der Literatur aufgelistet sind. Und man sieht hier schon lange war das der Traum von Menschen, so Maschinen zu bauen, die menschenähnlich sind. Ja. Das heißt, das sind jetzt nicht alle echte Maschinen, die hier entwickelt wurden, sondern irgendwelche Konzepte bis hin zu echten Systemen, die tatsächlich realisiert wurden. Man sieht hier die Übersicht bis 1983 und dann hier bis 2010, wo mehr technische Systeme zu sehen sind. Viele von denen werden wir gleich auf den nächsten Folien sehen. Und dieses Poster wurde 2015 erstellt. Das heißt, es hört auf hier mit dem Valkyrie-Roboter von der NASA. In den letzten 5 Jahren sind auch einige neue Systeme entstanden, die hier auf diesem Poster oder auf diesen Folien nicht abgebildet sind. So, jetzt die Frage ist, wo werden diese Systeme genutzt oder wo ist Potenzial eigentlich, dass man humanoide Roboter benutzt? Naja, eigentlich überall dort, wo vielseitige Aufgaben durchgeführt werden sollen, in menschenähnlichen Umgebungen oder auch also in Umgebungen, die von Menschen geschaffen sind oder in Umgebungen, die für den Menschen gefährlich sind. Ja? Das heißt, es waren einige Beispiele hier, nur exemplarisch. Ich fange mit dem letzten an. Roboter, die zum Beispiel Unterwasseraufgaben durchführen, also Untersee- oder Deepsea-Exploration. Ja, das sind natürlich Roboter, die mit den vielseitigen Fähigkeiten eines Menschen. Man kann sich vorstellen, das Ganze wird zum Beispiel Teleoperator Roboter mit seinen Armen sich so bewegt, wie ein Mensch macht diese Teleoperation oder Steuerung viel einfacher. Wir werden hier Ocean One aus der Stanford University sehen in der Vorlesung. Oder im Entertainment-Bereich, ja, oder im Space-Exploration, der Valkyrie von der NASA. Oder im Haushalt, ja, oder für Wartungsaufgaben in industriellen Anlagen zur Unterstützung von Technikern. Oder hier wie Next Age von Kawada Industry, tatsächlich in der Produktion, also wo diese Roboter bei der Montage von elektronischen Geräten hier unterstützen. Zwei Armsysteme ohne Beine, die sind montiert oder fixiert an einem Fließband und können diese Routineaufgaben erledigen, die normalerweise von Menschen durchgeführt werden. Oder im Bereich von Rescue, ja, also Rettungsrobotik und viel mehr Anwendungen. Und da werden wir in der Vorlesung auch mehr Systeme oder weitere Systeme sehen und kennenlernen, die für diese Zwecke oder andere Zwecke eingesetzt werden. Ja, und
Da machen wir gleich weiter und schauen wir mal an, wie sich alles entwickelt hat, das Gebiet der humanoiden Robotik. Und vielleicht hier fangen wir an mit einer Liste von den wichtigsten oder bekanntesten humanoiden Robotern. Eine nicht so geordnete Liste, angefangen mit den Robotern aus Japan, Wabot 1 und Wabian, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, von der Waseda University. Ashimo von Honda und die Serie HRP, also Humanoid Robotic Project, auch aus Japan, HRP 2, HRP 4C, dann Toyota Partner Roboter, dann ein Roboter aus Korea und dann die Boston Dynamic Roboter, Batman und Atlas. Ein Roboter aus MIT, was vielleicht auch eines der ersten Systeme war, oder das erste System in den USA, dann der ICAP-Roboter vom Italian Institute of Technology, Robonaut von der NASA, Now, dieses kleine Roboter, was viele von euch wahrscheinlich kennen von Aldebaran Robotics oder jetzt Softbank in Japan, dann aus Spanien RIM und Talos, das ist die neue Version von PAR Robotics und aus Deutschland insbesondere die Roboter vom DLR, Justin und Toro, aber auch die Roboter, die wir hier in Karlsruhe entwickeln. Wie man hier sieht, da arbeiten nicht nur Wissenschaftler und Universitäten auf diesem Gebiet. Wir werden gleich auch in der Einführung sehen, dass große Industrien auch das Gebiet vorangetrieben haben. Also zum Beispiel Honda, mit den Ashimo-Robotern oder HRP, die HRP-Roboter von Kawada Industry in Japan oder die Toyota-Partner-Roboter von Toyota auch in Japan. Das heißt, das ist ein, man sieht hier, meine Interpretation ist klar, natürlich, wenn es uns gelingt, solche Roboter zum Beispiel als Assistenten für zu Hause zu schaffen, mit natürlich einem ausreichenden Reifegrad, wollen ja nicht der Roboter jeden zweiten Tag reparieren, der soll ja was Sinnvolles machen und der soll auch nicht so teuer sein und der soll auch eine echte Unterstützung darstellen. Wenn wir das schaffen, dann ist es ein Riesenmarkt eigentlich. Also wenn jeder von euch zu Hause oder jeder Mensch von zu Hause so einen Roboter kauft, dann ist es ein Markt, was vielleicht vergleichbar ist mit der Automobilindustriemarkt, mit dem Automobilindustriemarkt. Zum Zweiten, viele der Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet, auch bei Großindustrien wie Asimo, Toyota, oder auch bei Boston Dynamic, ja, die nutzen die Systeme so als eine Technologieplattform. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt diese Roboter zu entwickeln, sondern es geht darum, Technologien zu entwickeln, die man anderen Produkten einsetzt. Also wenn man an Toyota, Honda denkt, viele der Komponenten oder der Methoden, die wo ein humanoiden Roboter entwickelt werden, wo es um visuelle Wahrnehmung, Situationsinterpretation geht. Das sind ja ganz zentrale Themen für Fahrerassistenzsysteme. Das heißt, diese Roboter, die sind Technologieträger, um Methoden für andere Anwendungen, für andere Produkte von diesen Unternehmen. Und das ist natürlich sehr erfreulich, dass auch Großinitiativen hier von der Industrie kommt, um das Gebiet hier voranzutreiben, also hauptsächlich jetzt aus dem Osten, Japan, Korea, China in letzter Zeit. Und das ist nicht nur eine reine Forschungsaktivität von Universitäten. Und mehr Details hier zu den einzelnen Systemen. Also diese Systeme, die sollte man ja kennen, wenn man eine Vorlesung Humanoide Robotik gehört hat. Das heißt, wir erwarten tatsächlich, dass ihr jetzt die Systeme mal kennt und versteht, was war das Ziel der Entwicklung und wie waren diese Systeme designt oder entwickelt und was sind die Besonderheiten der einzelnen Systeme. So, Wabot 1, wie gesagt, vielleicht der erste
echte humanoide Roboter, also von Professor Kato an der Waseda-Universität entwickelt in den Jahren 1970, 73. Den Roboter sieht man noch am Eingang der Waseda-Universität hier. Da sieht man hier zwei Fotos von Warbot 1 mit den zwei Beinen hier und Warbot 2 10 Jahre später. Das ist ein Roboter, der Keyboard spielen kann. Ja. Und man sieht hier, das Ziel der Entwicklung damals war die Kommunikation mit Menschen. Natürlich auch das Laufen bei Warbot 1, aber insbesondere die Interaktion und Kommunikation mit den Menschen stand im Vordergrund. Und diese Entwicklungen, die gingen weiter in der Waseda-Universität in Tokio in Japan und die haben eine ganze Menge von weiteren Systemen entwickelt, zum Beispiel Wabian 2R, zum Beispiel hier Anwendungszweck ist die Entwicklung von Systemen, von Assistenzsystemen für Menschen. Also zum Beispiel hier sieht man ein Rollator-ähnliches System, wo man anhand von Simulationen von menschlichen Bewegungen Strategien, Kontrollstrategien entwickelt, wie praktisch so ein Mensch mit dem, wie das System entwickelt werden soll, damit ein Mensch mit diesem System gut interagieren kann und hierzu praktisch die humanoiden Roboter als Plattform, um das zu testen. Ja, das heißt Laufassistent-Maschinen, wo humanoide Roboter tatsächlich das Verhalten von Menschen nachbilden, diese Systeme mal zu validieren. Ich werde jetzt nicht so sehr auf die Sensoren, die dort eingebaut sind, eingehen. Wir werden sehen, dass zum Beispiel Kraftinformationen zentral, weil dadurch oder Kraftsensoren zentral sind in der humanoiden Robotik, weil dadurch können wir Interaktionen mit der Umgebung, also wenn der Roboter eine Tür aufmacht oder wenn der Roboter hier diesen Wagen schiebt oder wenn der Roboter sich hält am Geländer, um die Treppe hochzusteigen. Natürlich Bildsensoren, Gyrosensoren für Balancieren und für Gewährleistung der Stabilität. Und die Gruppe hier an der Waseda-Universität hat eine ganze Menge von innovativen Lösungen der Mechatronik. Also wie kann man hier zum Beispiel Beine bauen, wo man mit gestrecktem Knie laufen kann? Also alle humanoiden Roboter, die man oft sieht in der Literatur, die laufen so. Ja, also nehmen ein Bein hoch und runter, tak, tak, also wie eine Maschine eigentlich. Aber es geht darum, hier auch Systeme zu entwickeln, die ein natürliches Laufverhalten realisieren. Und da sehen wir hier anhand von einer speziellen Kinematik bei dem Wabian 2 hat man, glaube ich, das Video schon gesehen. Bei dem Wabian 2 sehen wir, genau, dass der Roboter also ein sehr natürliches Laufverhalten hat und das liegt natürlich hier an der Kinematik. Das heißt wirklich die Auslegung der unterschiedlichen Achsen hier im Bein, damit überhaupt keine Singularitäten auftreten, wenn zum Beispiel das Bein ausgestreckt ist. Weiterhin hat man neulich auch intelligente Fußkonzepte entwickelt, damit man das Abrollen vom Fuß realisiert und noch dieses natürliche Verhalten beim Laufen unterstützt. Genau, dort hat alles angefangen in Japan, an der Waseda-Universität, kann man sagen. Und später gab es ein großes Forschungsprojekt vom Forschungsministerium in Japan, wo es darum geht, alle Gruppen oder Technologien, die in Japan vorhanden sind, zusammen zu tun, um eine humanoide Roboterplattform zu entwickeln. Und da sind im Rahmen von diesem Projekt hat man natürlich auf diese Expertise, die man hat, hat man auf Expertise, die bei Honda oder an der Tokio-Universität
gesetzt und hat man diese humanoide Robotik-Plattform gebaut, die wir gleich sehen werden, die HRP-Serie. Aber da sieht man hier die unterschiedlichen Systeme, die in Japan entwickelt wurden oder zu Einforschungszwecken eingesetzt werden. Also der Vabian-Roboter, der H7 der Tokio-Universität, der Vabian 2R wiederum von Waseda, auch die Waseda-Roboter, die Honda-Roboter von WL, CNRD, P2 und dann, das sind die Vorgänger von dem Ashimo. Dann die Toyota-Partner-Roboter und die aktuellste Version von dem HRP ist der sogenannte HRP 5P. Aber in Japan hat man auch an einer sehr bekannten Plattform geforscht, und zwar das ist der Computational Brain Roboter, entwickelt von Sarkos aus den USA, aber verwendet von Neurowissenschaftlern, um mehr über kognitive Informationsverarbeitung beim Menschen zu verstehen. Ich habe dieses großjapanische Projekt erwähnt und in diesem Projekt, wie ich bereits erwähnt habe, 1998 hat das Ganze angefangen und ging bis 2009, hat man eine ganze Reihe in einer starken Kooperation auch diese Systeme entwickelt. Vielleicht das bekannteste System ist das HRP2. HRP steht für Humanoid Robotic Project, was von Kawada Industrie zusammen mit dem AIST in Japan entwickelt wurde. Und die Entwicklung ging hier weiter, zum Beispiel HRP 3P, der Wasser und Staub prüft war, ja, also Regenwasser und Staub geprüft war, beziehungsweise hier der HRP 4C, der für Unterhaltungszwecke, also mehr eine humanoide Form für Interaktion und Kommunikation mit dem Menschen. Und das sind hier ein paar Beispiele. Das ist die neueste Version. Also HRP 4C werden wir gleich sehen für Interaktion, Kommunikation. HRP 4, eine kleinere Lightweight-Version von dem HRP 2 und jetzt der HRP 5, ein Roboter, der wesentlich kräftiger ist und der kann wirklich so kraftvolle Manipulationen ausführen. Und ich werde hier kurz anhand von dem Video zeigen, was der Roboter machen kann. Das ist natürlich eine große, große Herausforderung. Diese Aufgaben sind eine große Herausforderung, nicht nur aus Sicht der Manipulation, auch wenn Positionen und von Objekten und so weiter vielleicht fest vorgegeben sind, aber alleine die Tatsache, dass der Roboter solche Objekte manipulieren kann, wie dieses große Brett bzw. ein Akkuschrauber bedienen kann, ist natürlich nicht so leicht und eine große Leistung, aber das ist auch eine Herausforderung aus Sicht des Balancierens. Ja? Das heißt, wir haben ja gesehen, dass der Roboter während der Manipulation von diesem Brett hier auf zwei Beinen steht und dabei die Beweglichkeit von dem ganzen Körper oder die Redundanz des Körpers nutzt, um sich balancieren zu können. Genau, wir bleiben in Japan und vielleicht ein von vielen Forschungsgruppen weltweit eingesetzt, also auch an der Tokio-Universität, aber insbesondere am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST, in Tsukuba in Japan. Und die Forschungsfragen, die man dort untersucht, sind unter anderem zum Beispiel das Laufen auf einem unebenen Terrain,
Zum Beispiel Footstep Planning, ja, also die Planung von Schritten, wo man seine Füße eigentlich tun soll, wenn man auf einem unebenen Terrain läuft. Natürlich die Koordination zwischen Laufen und Balancieren, zwischen Manipulation und Balancieren, aber wie man sieht, auch die Manipulation von Objekten. Also das Greifen und Manipulation von Objekten, zum Beispiel hier auch in einer Küchenaufgabe, in einer Küchenumgebung, beziehungsweise hier in einer künstlichen Umgebung, wo es um tatsächlich Greifalgorithmen, also klassische Greifalgorithmen, wie wir die in Robotik 1 kennengelernt haben, ging. Der Roboter ist 1,50 Meter und wiegt 58 Kilogramm mit insgesamt 30 Bewegungsfreiheitsgraden. Das sollte man auch nicht vernachlässigen oder unterschätzen. Also solche Systeme mit so einer großen Anzahl von Bewegungsfreiheitsgraden und mit diesem Gewicht, der hat auch zwei Batterien und der kann ungefähr 30 bis eine Stunde mit diesen Batterien laufen. Das hängt auch von der Version vom Roboter ab, weil es gibt ja mehrere Iterationen von diesem Roboter. Und da sieht man hier ein paar Beispiele. Das ist ein Bewegungsplanungsalgorithmus, also Arbeiten zur Bewegungsplanung, also zum Beispiel mit randomisierten Algorithmen, die wir in Robotik 1 kennengelernt haben. Da sieht man hier das Hindernisraum, da sieht man auch den Freiraum und natürlich müssen wir jetzt diese Konfigurationen generieren, die uns von einer Startkonfiguration zu einer Zielkonfiguration bringen, ohne dass wir Kollisionen mit der Umgebung haben. Und da sieht, natürlich ist es ein künstliches Beispiel hier, aber man sieht, wie man diese 30 Freiheitsgrade von dem Roboter nutzen kann. Das heißt, man sucht tatsächlich kollisionsfreie Algorithmen und Methoden in einem 30-dimensionalen Konfigurationsraum. Und das ist nur ein Beispiel, was das zeigt bzw. demonstriert. Nur um das kurz zu erwähnen. Andere Gruppen benutzen das System, um menschliche Bewegungen auf Roboter zu untersuchen. Das ist hier eine Arbeit, die von der Tokyo Universität entstanden ist. Und man sieht hier die Tänzerin, die diesen Folklore-Tanz ausführt und der Roboter, der das hier nachmacht. Das heißt, da geht es darum, hier auf der einen Seite natürlich die Kinematik der Bewegung mal abzubilden auf das Zielsystem, was ja nicht unbedingt die gleichen Freiheitsgrade oder Anordnung der Freiheitsgrade hat. Und zum anderen geht es darum, dass diese Abbildung bestimmte harte Randbedingungen erfüllt, wie das Balancieren vom Roboter. In dem Video hier tanzt die Dame hier neben dem Roboter, um zu zeigen, wie tatsächlich die Inputdaten vom Menschen sind. Also das wird normalerweise mit markerbasierten Systemen oder wurde mit markerbasierten Systemen aufgezeichnet, dieser Tanz, und dann diese Bewegungstrajektorien des Menschen auf dem Roboter hier abgebildet. Nebendran ist das gleiche selbst aufgezeichnet 2005 in Tsukuba, wo der Roboter tatsächlich diese Bewegung hier vor die Besucher von der Humanoid 2005 Konferenz ja, Stunden, Minuten lang eigentlich durchgeführt hat. Sehr beeindruckend. Genau, ein paar Worte zu den Spezifikationen und das sieht man bei jedem Roboter, diese Tabellen sollte man sehen. Gewicht, wie gesagt, 58 Kilogramm, insgesamt 30 Bewegungsachsen. Man sieht hier, dass die Arme,
nur 6 Freiheitsgrade haben. Das ist eigentlich so die klassische Industrie-Robotik-Army, um zum Beispiel Objekte mit Posi und Orientierung im kartesischen Raum greifen zu können. Aber dabei hat man keine Redundanz, das heißt keine Möglichkeiten, um andere Konfigurationen des Armes zum Beispiel zu wählen. Die Hände, die sind einfache Greifer hier mit jeweils einem einzigen Bewegungsfreiheitsgrad, also wie ein Backengreifer, 2 Gelenke im Torso und die üblichen 6 Gelenke in jedem Bein. Ich höre oder ich lese hier, dass man den Ton der Videos nicht lesen kann, nicht hören kann. Aber ja, bei den meisten Videos oder wir haben versucht, bei allen Videos eigentlich Links zu diesen Videos anzugeben auf YouTube oder in den unterschiedlichen Seiten, sodass ihr nochmal das Ganze in aller Ruhe anguckt mit Ton zu Hause. Aber wir versuchen mal, das auch zu anzugehen und zu schauen, dass die Videos oder dass der Ton auch mit abgespielt wird. So, HRP3, eine weitere Verbesserung. Man sieht hier, man wollte ein bisschen mehr Kraft bei den Armen haben. Man wollte mehr Vielseitigkeit bei den Armen haben, deshalb 7 Freiheitsgrade pro Arm. Und die Hände, die haben jeweils 6 Freiheitsgrade, also nicht nur einen Backengreifer, sondern mehrere Finger, um unterschiedliche Griffe auf Objekte auszuführen. Nach wie vor die Beine mit jeweils 6 Freiheitsgraden und ein Gewicht von 68 Kilogramm. Und der Roboter ist waterproof, das heißt, wenn es von oben so rieselt, also so ein bisschen Wassertropfen draufkommt, dann funktioniert das Ganze weiterhin. Der kann aber nicht im Wasser tauchen, also das ist, aber da ist man auch hier an der Stelle nicht so richtig weitergekommen und hat man diese Arbeit, was so Water oder Dustproof nicht mehr fortgesetzt, zumindest zu meinem Wissen, zu meinem Kenntnisstand. HRP 4C, wie ich bereits erwähnt habe, auch von Kawada Industrie, also das ist die Serie HRP, wurde das erste Mal 2009 entwickelt und mit dem Fokus auf die Realisierung von menschenähnlichen Bewegungen und auch auf tatsächlich Spracherkennung oder Verarbeitung mit Hilfe von dem Roboter, also mit eingebauten Mikrofonen und die Realisierung von Mimik. Ja? Also der Hauptanwendungszweck ist Entertainment-Industrie, ja, auf der einen Seite und zum zweiten diese Menschenähnlichkeit im Design ist zentral oder kann sehr gut oder erlaubt es, diesen Roboter als Simulator einzusetzen, um das Bewegungsverhalten des Menschen zu untersuchen. Wenn es darum geht, zum Beispiel assistive, anziehbare Roboter zu entwickeln, also Exoskelette für den menschlichen Körper, die Belastungen auf Rücken oder Beine oder Arme reduzieren sollen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe von so einem Roboter eine Evaluierung von diesen Devices oder von diesen Systemen durchführen. Denn man kann ja alles messen eigentlich. Man kann ja die Kräfte, die Momente, die Ströme in den einzelnen Gelenken messen und dann könnte man Systeme entwickeln, die tatsächlich diese Momente, also Ströme und so weiter in den jeweiligen Gelenken reduzieren. Das heißt, man baut ein Exoskeleton für diesen Roboter und schaut, ob zum Beispiel der Energieverbrauch von diesem Roboter durch den Einsatz von dem Exoskeleton niedriger wird, weil das würde bedeuten, dass man tatsächlich eine Entlastung für bestimmte Gelenke oder bestimmte Regionen erreicht hat. Hier haben wir natürlich viel mehr Freiheitsgrade, wie man sieht, 42 Bewegungsfreiheitsgrade, 8 davon im Gesicht.
drei im Nacken, im Hals, die Army wiederum vereinfacht, ja, und die Handy, die haben zwar fünf Finger, aber die haben nur zwei Motoren. Und Batterien, komplett integrierte Systeme. Das ist hier ein Video, was die Einführung von diesem Roboter zeigt. Ich weiß nicht, ob man jetzt den Ton hört. Okay, genau, also ich kriege es hier, dass der Ton ist nicht gut hörbar, aber ihr habt, glaube ich, die Message verstanden. Ihr habt jetzt den HRP4C, ihr kennt jetzt den HRP4C und ihr werdet jetzt auf jeden Fall hier dieses Video, es gibt ja viel mehr Videos hier zu dem Thema oder zu diesem Roboter sehen und weitere Details oder Informationen, falls notwendig, von den Videos, aber auch von den entsprechenden Publikationen lesen. Genau, wir kommen dann zu Asimo, das ist der Ja, das ist eine interessante Frage. Also HRP4C ist definitiv noch nicht ganz über oder über das Uncanny Valley hinaus. Ja, also das ist zwar menschenähnlich und viele Leute würden vielleicht hier eher abneigen, dass tatsächlich vielleicht wo die Uncanny Valley, also dieser Teil, so anfängt runterzugehen, weil man sieht hier, gerade wenn man das System in echt sieht, sieht man, dass es eigentlich naja, also die Hand, die kann nur auf und zu machen, vielleicht den Daumen reindrücken. Gut, was diese Mimikfähigkeiten im Kopf oder das Gesicht, die sind sehr beeindruckend. Aber tatsächlich, der Roboter ist noch nicht über das Uncanny Valley hinaus. Ja, definitiv nicht. So, Asimo entwickelt bei Honda und Honda hat sehr früh angefangen, hier an humanoiden Roboter auch zu arbeiten, war auch Teil von diesem Humanoid Robotic Project am Anfang in Japan und dann die eigene Entwicklung auch weiter oder voran entwickelt. Das steht für Mobilität von morgen, ja, Advanced Steps Innovative Mobility und das spricht man Ashimo auf Japanisch, also nicht Asimo, wie wir das jetzt lesen würden, sondern Ashimo. Die Fähigkeiten auf jeden Fall das Laufen, das natürliche Laufen, aber in der Tat Situationsinterpretation mit Hilfe von Bildverarbeitung, komplexe Steuerungsstrukturen und viele von diesen Entwicklungen werden im Automobilbereich bei Honda auch eingesetzt. Die erste Generation, die wurde im Jahr 2000 der Öffentlichkeit vorgestellt und die letzte Version ist ein bisschen, also vielleicht die letzte Version, wo es so einen richtigen Sprung gab, war 2014. Und seitdem geht die Entwicklung zwar weiter, aber es gibt keine neueren Systeme in Form von kompletten humanoiden Robotern, die in letzter Zeit veröffentlicht oder präsentiert wurden. Und sieht man hier die Historie von diesen Robotern von Honda, also 1986 bis 14.
und ein paar der Fähigkeiten, die der Roboter hier ausführen kann. Man sieht eigentlich, dass Sachen, die für uns Menschen so selbstverständlich sind, wie Treppe hoch und runtersteigen, noch eine technische Herausforderung für humanoide Roboter sind. Was Honda als letztes gezeigt hat, war ein verbesserter ASIMO, der tatsächlich rennen kann. Rennen bedeutet, dass für ein paar Millisekunden hier beide Beine des Roboters in der Luft sind. Und wenn man den Ton hier hört, dann sieht man so Geräusche von neuen Motoren, Feder und so weiter und so fort, die tatsächlich dieses Verhalten realisieren können. Der Roboter kann rennen, der kann auch auf ein Bein hüpfen. Und natürlich kann man sowas nicht realisieren, ohne dass man diese Kräfte beziehungsweise Kräfte, die auftreten beim Aufprallen auf dem Boden, irgendwie in den Körper zu absorbieren. Das können wir natürlich Menschen mit unseren Muskeln und mit unserem Anatomie der Beine gut machen, aber technisch muss man das natürlich in den Griff kriegen. Und da sieht man hier, dass der Roboter auch auf ein Bein hüpfen kann, auf zwei Beine und dabei auch die Richtung verändern kann. So, bei Toyota hat man auch hier sich mit dem Thema beschäftigt und da sind die Toyota Partnerroboter entstanden, wie man sieht hier. Das sind unterschiedliche Versionen. Toyota hat ein bisschen später angefangen, im Gegensatz zu Honda. Also man sieht hier in 2000 und hat diesen Human Support Roboter. Trompete spielender Roboter, der Fuß hier, in dem, wo das ein Sitz hier drauf, wo man richtig sitzen kann und wo der Roboter einen von einem Platz zum anderen transportieren sollte. Auch mit einem starken Fokus auf Haushaltsumgebungen. Ja? Also man sieht hier den HSR, ja, also Human Support System von Toyota. Mit so einfachen Hol- und Bringdienst, die Manipulationsaufgaben in Alltagsumgebungen. Und dann hat Toyota irgendwie aufgehört mit dem Thema bis 2017. 2017 sind sie wieder eingestiegen. Wahrscheinlich haben sie weiterhin daran gearbeitet. Und haben Sie einen neuen Roboter, also den THR3. Und die Idee dabei war tatsächlich keinen komplett autonomen Roboter, der alles selber in der Lage ist, alles selber zu machen, Aktionen zu generieren und alles Mögliche über die Umgebung und Objekte zu verstehen, sondern wo man einen Menschen hat, der diesen Roboter tatsächlich in so einem sogenannten Master-Manöver-System kontrolliert, ja. Und da sieht man hier ein Beispiel, das ist auch ein Mechatronisch. So.
Genau, also man sieht hier eigentlich, dass es noch viel zu tun, was die Mechatronik angeht. Also diese feinfühlige Drehmomentregelung, also die Erfassung von tatsächlich Drehmomenten und Kräften, die in den Körper, in den Gelenken auftreten. Hier natürlich die Übertragung oder diese Rückkopplung dieser Kräfte zu dem Operator, der in diesem Manöversystem den Roboter steuert und spürt, was der Roboter jetzt gerade macht, wie interagiert er mit den Objekten, welche Kräfte spürt er. Das ist natürlich zentral und das ist noch ein Forschungsgegenstand hier auf dem Gebiet, weil die Systeme gibt es ja noch nicht. Also die Systeme gibt es mechatronisch noch nicht und da muss man noch hier viel erforschen, um diese Fähigkeiten bzw. diese Eigenschaften von den Systemen wie diese Nachgiebigkeit der Bewegung, aber auch Genauigkeit der Bewegung und Feedback zu einem Benutzer, der vielleicht in so einem Cockpit sitzt oder mit dem Roboter auf unterschiedliche Art und Weise interagiert. Genau, ein sehr bekanntes Unternehmen hat sich auch mit dem Thema beschäftigt, und zwar Sony, und die haben beeindruckende Systeme, also den SDR-3X entwickelt oder Quiro, und haben sie leider diese Entwicklung 2006 stillgelegt, ja. Es sind kleine Systeme entstanden, die wurden auch im Robosoccer-Wettbewerb, also dieses Fußballwettbewerb, sehr erfolgreich eingesetzt und wurden auch für Sprache oder Kommunikation und Dialogsysteme mit Robotern eingesetzt. In Amerika hat die Forschung oder an der Entwicklung von diesen humanoiden Robotern 1994 angefangen mit Professor Rodney Brooks vom MIT. Und da sieht man hier COG. Ja. COG steht für Cognitive Information Processing. Und das war das Ziel, etwas zu verstehen über sensormotorische Koordination beim Greifen, bei Manipulation, bei Generierung von Blickrichtungen. Ja. Also diese ganzen Aspekte, die mit kognitiven Systemen zu tun haben, Aspekte und Fragestellungen des Lernens, das heißt, wie können Objekte überhaupt manipuliert werden, kann ich Objekte drehen, rollen, anschubsen. Und das war das Ziel, diese Emergence von diesen kognitiven Fähigkeiten einem technischen System zu untersuchen, basierend auf Theorien und Erkenntnissen natürlich aus Kognitions- und Neurowissenschaften. Und der Roboter ist nur ein Oberkörper, wie man sieht hier, mit einfachen Armen und einem einfachen Torso, aber mit 4 Freiheitsgraden im Hals, um tatsächlich diese Blickrichtungsgeschichten erkennen und lokalisieren von Menschen und von Objekten und auch 3 Bewegungsfreiheitsgrade in den Augen, wo die Augen auch die wesentlichen Bewegungen der menschlichen Augen nachbilden konnten. Genau, in den USA wird wie wir sehen werden, natürlich wird auch an der Entwicklung von diesen Robotern bei DARPA und NASA gearbeitet, aber vielleicht jetzt hier an Forschungsuniversitäten. Also wir haben gesehen, das Beispiel COG am MIT, an Stanford hier den Ocean One Roboter. Ja? Das ist ein zweiarmiger Roboter mit einem humanoiden Oberkörper. Und der mit Haptic Feedback ausgestattet ist, um Unterwasserexploration zu machen. Ja, ganz berühmt wurde das Ganze hier bei dieser Explorationsreise oder Explorationstauchreise im Mittelmeer 2016 im Wrack von Le Lune. Ja, das ist so ein Schiff von Louis dem 14. so Vasen oder eine Vase oder irgendwelche Sachen rauszuholen.
Und da sieht man hier die Fähigkeiten des Roboters. Also vieles davon wird natürlich im Teleoperationsmodus. Deshalb ist die Kraftdruckkopplung hier sehr entscheidend, wo die Gruppe hier um Osama Khatib natürlich hier Pionierarbeit auf dem Gebiet geleistet hat. Genau. Nun wird diese Entwicklung auch in Amerika von Forschungsinstitutionen, also wie NASA und wie wir gleich sehen werden, von DARPA vorangetrieben. Natürlich die Motivation dabei, die Raumstation, die Raketen oder Schiffe oder Flugzeuge, mit denen man in alle fliegt, die wurden ja auch für den menschlichen Körper entwickelt. Und das sind Wartungsaufgaben, die man zum Beispiel an so einer Weltraumstation durchführt. Das sind ja Werkzeuge, die man benutzt, die für Menschen auch gemacht wurden. Und natürlich die Durchführung von diesen Wartungsaufgaben von Astronauten außerhalb von der Raumstation ist gefährlich und kann lebensbedrohlich sein. Und deshalb verfolgt NASA hier auch das Ziel, dass man so einen humanoiden Roboter in den All, um diese Reparaturaufgaben vielleicht an der Raumstation oder auch auf Unterstützung von Astronauten hier bereitzustellen. Und deshalb war der Schwer oder ist der, liegt der Schwerpunkt hier auf die Geschicklichkeit der Manipulation, also das Handhaben von Werkzeugen, denn der Roboter soll mit Astronauten zusammenarbeiten und auch auf Teleoperation. Also, dass ein Mensch von einer anderen Stelle, entfernten Stelle, in der Lage ist, diese Roboter zu steuern. Und eins dieser Roboter war auf der Weltraumstation. Man sieht hier 42 Freiheitsgrade und über 350 Sensoren, die in diesem Robonaut 1 oder Robonaut 2 eingebaut sind. Die aktuellste Version oder eine neuere Version von den NASA-Robotern ist der Valkyrie-Roboter, der 2013 für den DARPA Robotics Challenge entwickelt wurde. Und die Vision ist, dass diese Roboter Missionen übernehmen auf entfernten Planeten bevor die Menschen, das heißt so Vorbereitungsarbeiten auf entfernten Planeten übernehmen könnten. Und wie man sieht hier, der Roboter, der hat 44 Freiheitsgrade, auch wiederum die Hände hier sehr, sehr geschickt, beziehungsweise können eine Vielzahl von Griffen realisieren, um Werkzeuge und Objekte handhaben zu können. Die zweite Entwicklung kommt von DARPA, und zwar wo DARPA Boston Dynamics, eine Firma in den USA, unterstützt hat, um Systeme zu bauen, angefangen zum Testen von Schutzanzügen für Soldaten. Also ähnlich, wir haben gesehen bei dem HRB4C zum Beispiel kann man die Systeme nutzen, um assistive Technologien, also wie Exoskelette, mal zu evaluieren. Hier war der Schutz von Soldaten, also die Evaluierung, wie gut funktionieren diese Schutzanzüge und auch die Simulation, wie Menschen, insbesondere Soldaten hier, wie der Stress eigentlich bei diesen, in diesen Schutzanzügen in realistischen Bedingungen, unter realistischen Bedingungen ist, ja. Eine ganze Menge von Robotern entwickelt worden, also angefangen mit Batman Protection Ensemble Test Mannequin. Und da sieht man hier ein paar Beispiele, was Batman, also das sind so die Vorgängerarbeiten für die aktuellen Boston Dynamic Roboter Atlas. Und da sieht man hier, das ist natürlich, das ist bereits eine beachtliche Leistung, weil diese Stufenhöhe
Das ist vielleicht sogar für einen Menschen schwer durchzuführen. Und das ist eines der wenigsten Systeme, wenn überhaupt nicht das einzige System, was tatsächlich diese Stufen Höhen überwinden kann. Dann ging die Reise weiter und hat Boston Dynamics wiederum im Auftrag von DARPA basierend auf diesem basierend auf diesem Batman-Roboter den Atlas-Roboter entwickelt. Da sieht man hier einen Roboter, der ist 180 Zentimeter groß, wiegt 150 Kilogramm. Und natürlich um Manipulation, also Schwerpunkt ist Laufen, aber auch Manipulation von Objekten, also Stabilität beim Laufen insbesondere, und Manipulation von Objekten in Katastrophenszenarien, also in sehr unstrukturierten Umgebungen. Anlass war tatsächlich dieses Robotic DARPA Challenge, was 2012 ins Leben berufen wurde und 2015 dann stattgefunden hat und wo Boston Dynamics bzw. DARPA einige Teams solche Roboter, einigen Teams solche Roboter zur Verfügung gestellt haben, um zum Beispiel in ein Auto einzusteigen, eine Tour aufzumachen, das Auto zu fahren, eine Tour aufmachen, irgendeine Bohrmaschine zu benutzen, um ein Loch in die Wand zu bohren und so weiter und so fort. Also einfach Rescue, Search und Rescue Tasks bei Katastrophenszenarien. Und das sind hier ein paar Beispiele, also in den unterschiedlichen Stufen der Entwicklung von dem Atlas-Roboter. Also zum Beispiel hier erste Versuche zum Laufen auf einem unstrukturierten Gelände hier. Die Versuche wurden am MIT hier durchgeführt, wo man zeigt, dass der Roboter in der Lage ist, sich dabei zu balancieren, wie man hier sieht. Und wo man auch gleich sehen kann, dass der Roboter sogar sich auf einem Bein balancieren kann und dabei Störungen kompensieren kann. Ja, also das sind hier die Forschungsfragestellungen, an denen man hier oder einige der Forschungsfragestellungen, an denen man hier arbeitet. Und dann ging die Entwicklung weiter bei Boston Dynamics, also unter der Leitung von Mark Rybert. Ich lasse ihn mal reden hier. Ja, man sieht hier 2015 schon die Entwicklung, wo der Roboter noch also kabelgebunden hier diese Aufgaben durchgeführt hat und wie Mark Rybert hier, der Hauptentwickler oder der Leiter der Entwicklung hier, meint, ja, der Einsatz in der realen Welt, das ist eine complete different story in der Tat, weil das sind Situationen, mit denen man umgehen kann, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. Vorhersagen kann. Und also nicht nur jetzt, dass der Roboter batteriegetrieben, also kabellos arbeiten soll, sondern tatsächlich größere Herausforderungen von der Wahrnehmung, Interpretation und Vorhersagen von Situationen bzw. Konsequenzen von Aktionen. Und da ging es ziemlich flott vorwärts hier. Und da sehen wir hier immer das Datum der aktuellsten oder der neueren Versionen, das Datum der Veröffentlichung von Videos von Boston Dynamics und da sieht man hier laufen draußen hier ohne Kabel beziehungsweise das Manipulation von schweren Objekten und dabei das Balancieren, ja, und die Reaktion auf Störungen, wie man sieht.
2017 hat man ein interessantes System auch vorgestellt oder präsentiert, das Handelssystem. Und wie man sieht hier, das ist so eine Kombination. Also das ist vielleicht nicht so anthropomorph und menschenähnlich wie die Atlas-Roboter. Wenn man schnell laufen kann, dann sind Räder vielleicht das Allerschnellste. Wie man sieht, muss man sich nur balancieren können. Anthropomorphe Arm-Kinematik vielleicht, aber die können auch anders angeordnet sein, um das Balancieren von dem System zu realisieren. Also ziemlich interessantes Konzept hier, und da sieht man hier, dass der Roboter sehr hochperformante Bewegungen hier ausführen kann mit einer anderartigen Kinematik. Ja? Also nicht zum Beispiel nicht mit Beinen, wo man Schritte durchführen muss, sondern auf Rädern. Und da sieht man hier das Tragen auch von schweren Objekten und sich dabei zu balancieren und sogar das Springen hier, wie man später hier sehen will, kann. So, das war Februar 2017. Im gleichen Jahr beeindruckende Ergebnisse oder Demonstrationen. Ja, das Einzige, was wir davon haben, sind diese YouTube-Videos, die von Boston Dynamics veröffentlicht werden. Und auch wenn das nur Einzelvideos sind, ist das eine Meisterleistung. Ja, also da sieht man hier der Roboter, der diesen Salto macht und stabil auf dem Boden landet. Und im vorletzten Jahr, also im letzten Jahr, September 19, hat man auch die Weiterentwicklung von dem Roboter hier gesehen, wie ich bereits erwähnt habe, aus mechatronischer und aus regelungstechnischer Sicht ist das eine Meisterleistung. Also ja, sehr, sehr zu würdigen ist. Genau. Wechseln wir dann kurz nach Japan, und zwar weniger um die Mechatronik, sondern mehr um den Einsatz von humanoiden Robotern, um mehr über menschliches Verhalten zu verstehen. Also das ist um die Gruppe von Professor Kawato am ETH in Japan, wo diese Sarkus-Roboter, die in Japan entwickelt wurden, eingesetzt oder von vielen internationalen Forschern eingesetzt wurden, um zum Beispiel Bewegungsübertragung auf Roboter von Menschen, auf den Roboter, Imitationslernen, aber auch komplexe biologisch inspirierte Strukturen für die Realisierung von humanoiden Robotern erforscht wurden. In Europa ein interessantes System, was im RoboCup-Projekt entwickelt wurde, ist das ICAP, der ICAP-Roboter. ICAP steht für Cognitive Universal Body, also es ist ein EU-Projekt, in dem Forscher aus Europa hier, aber insbesondere das Italian Institute of Technology in Genoa, hier dieses Babyroboter entwickelt haben mit den Dimensionen von einem dreijährigen Kind. Und das Ziel tatsächlich dieses Projekts und der Forschung insgesamt ist menschliche Kognition, ja, bestimmte Prinzipien aus der Biologie zu übertragen und in technische Systeme abzubilden, speziell aus dem Menschen, unterschiedliche Theorien oder Hypothesen der Kognition, insbesondere der verkörperten, also künstlichen Intelligenz, die sogenannte Embodied Cognition oder Embodied Intelligence. Und bei dieser Hypothese der Intelligenz spielt Manipulation, also Interaktion mit der Umgebung und Manipulation der Umgebung eine zentrale Rolle. Deshalb wurde hier auch ein Roboter entwickelt, wo der Schwerpunkt zunächst mal auf diese manipulativen Fähigkeiten, aber auch perzeptiven Fähigkeiten, also die Bildverarbeitung, die Hand, die taktile Wahrnehmung hier. Der Roboter ist 100 cm groß, wiegt 22 Kilo und hat 53 Gelenke. Das ist natürlich alles auf so einem kleinen Raum zu integrieren, ist auch eine Meisterleistung.
Und davon existieren eine ganze Reihe von Robotern. Der ist tatsächlich ein Open Design Roboter, also Open Design LGPL oder GPL. Und da gibt es von dem Roboter mehr als 50 Kopien zurzeit an unterschiedlichen Forschungseinrichtungen in Europa, in Amerika, aber auch in Asien. Genau, die anderen Informationen habe ich bereits erwähnt. Der Now-Roboter habt ihr vielleicht irgendwo gesehen. Das ist ein kleiner Roboter, der von Aldebaran Robotik in Frankreich entwickelt wurde. Die Firma wurde inzwischen von Softbank Robotics in Japan übernommen. Und dieser Roboter wurde auf der einen Seite beim RoboCup-Wettbewerb hier eingesetzt, aber auch in Forschung und im Entertainment-Bereich. Auch in vielen Schulen wird dieser Roboter auch hier in der Ausbildung bzw. eingesetzt. 58 cm, 4,3 Kilogramm und er hat bis zu 25 Freiheitsgrade. Der kann laufen, der kann einfache Objekte erkennen, lokalisieren, vielleicht auch sie greifen. Ja. Also ist schon ein beeindruckendes System, vor allem, dass es so die verbreitete Verwendung tatsächlich nicht nur jetzt, wenn man das sieht, so klein, dass man denkt als Spielzeug, sondern das wird aktiv von vielen Forschungsgruppen, aber auch in der Lehre an vielen Universitäten eingesetzt. Und das sind so ein paar Beispiele, was man mit dem Roboter machen kann. Man kann den Roboter auch sehr, sehr einfach grafisch programmieren. Was das sehr einfach, die Sache sehr einfach macht für viele, die sich mit, also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die sich mit Fragen der Informatik, insbesondere der Robotik hier beschäftigen wollen. Genau, von der gleichen Firma Softbank kam eine neue Version, die wiederum auf mobiler Basis, wie man sieht, also man sieht hier diese Tendenz, dass wenn es darum geht, etwas schnell zu machen und wenn man echt manipulieren will und interagieren will, dann sind die Beine vielleicht nicht das Beste. Also bei technischen Systemen, bei Menschen ist es natürlich genial. Also das heißt, weil man das Problem des Laufen und Balancieren technisch noch nicht so toll gelöst hat oder noch nicht gelöst hat, tendieren viele zurzeit, ihre Systeme so auf einer mobilen Basis, also auf Rädern zu realisieren. Eine Sache, die wir vom Anfang an zum Beispiel, wie ich bereits erwähnt habe, in der Vorlesung hier in unserer Forschung verfolgt haben. So, der Pepper-Roboter ist vielleicht vielen von euch bekannt, basierend auf dem Now von der Technologie her, mit einem Interface hier, wo man auch Interaktionen mit dem Roboter durchführen kann. Ich glaube, wenn ich alle Videos hier abspielen sollte, dann würde das sehr lange dauern, aber ihr habt ja hier die Links zu den Videos, da könnt ihr schauen, was die unterschiedlichen Roboter hier machen können und was ist das Besondere von der technischen Seite. Ja. Genau, für die Katastrophen- und Desastersituationen wurden auch viele Roboter entwickelt, vor allem im Rahmen vom DARPA Robotics Challenge. Eins von denen kommt auch aus dem Italian Institute of Technology, wurde in dem Workman-Projekt entwickelt, wo wir auch involviert waren, nicht jetzt in der mechatronischen Entwicklung von dem Roboter, sondern in der Realisierung von einem kompletten System der Bildverarbeitung und Affordanzextraktion für den Roboter, also um zu wissen, was kann ich in dieser Situation machen, welche Aktionen sind überhaupt denkbar oder möglich. Und da sieht man hier, der Roboter, der ist natürlich ziemlich stark, also um große Objekte, schwere Objekte mal zu tragen.
Und da werden wir später hier, wenn wir über den DARPA Robotic Challenge reden, mehr dazu sehen. Aus Korea mehrere Systeme, also den KHR und den Hubo-Roboter von dem Korea Advanced Institute of Science and Technology mit Spracherkennung und Synthese, mit Bildverarbeitungs-, also Forschungsschwerpunkt hier nebenlaufen, auch Bildverarbeitung, aber auch Spracherkennung. Da sieht man hier Beispiele von dem Roboter und die technischen Spezifikationen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und genau dieses Team, also dieses Korea KAIST-Team, hat einen neuen Roboter entwickelt, 2015, und im DARPA Robotic Challenge hier eingesetzt. Und der Roboter hat tatsächlich diesen Wettbewerb gewonnen und mit einem sehr interessanten Design. Man sieht hier, der Roboter hat Räder in den Knien. Ja? Das heißt, wenn es darum geht, schnell irgendwohin zu laufen, dann geht der Roboter in die Knie und fährt tatsächlich, während natürlich die Beine hier für das Treppensteigen verwendet werden. Genau. Noch ein interessantes System von der University of Massachusetts in Amerika, und zwar ein Oberarmsystem, also Oberkörper, ein humanoider Oberkörper hier, der sehr feinfühlige zweiarmige Manipulation oder zweihändige Manipulation durchführen kann, mit dem Schwerpunkt nicht jetzt auf die Kontrollseite, also Steuerungs- und Regelungstechnischen Seite, sondern auf die Akquisition von Konzepten und kognitiven Repräsentationen basierend auf der Interaktion mit der Umgebung. Hier auch ein neues System auf Rädern, ähnlich zu dem Handle, aber wurde vielleicht 10 Jahre früher als der Handle von Boston Dynamics entwickelt, ja. Wo der Roboter in der Lage ist, tatsächlich hier sich zu balancieren auf diesen zwei Rädern, aber auch Manipulationaufgaben durchzuführen. In Deutschland gab es oder gibt es auch Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet, insbesondere die Aktivitäten am DLR, also am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Das sind Systeme, also das ist zum Beispiel der Justin mit einem Zweiarmsystem, auch auf einer mobilen Basis. Und das ist hier der zweibeinige Toro, ja, der, wie man sieht, wie man sieht, sehr komplexe und schwierige Aufgaben wie das Balancieren auf einer Matratze, wo der Boden oder der Untergrund sehr weich ist, durchführen kann. Genau, es gibt hier natürlich insbesondere geht es um diese Whole-Body-Koordination, das heißt, wie kann man die Stabilität trotz Störungen, externen Störungen hier garantieren. Der Roboter ist extrem nachgiebig, das basiert tatsächlich auf diese Roboterarme, KUKA, Lightweight-Arme, die man kennt. Der Ursprung von diesen Armen kommt vom DLR, und basierend auf dieser Technologie hat man Justin, also diesen mobilen, zweiarmigen mobilen Manipulator beziehungsweise Toro hier entwickelt und realisiert, und erforscht man und forscht man damit an Fragestellungen des Balancierens, Fragestellungen der Manipulation beziehungsweise Koordination zwischen Unterkörper und Oberkörper. Klar gibt es Karlsruhe hier. Das habe ich ja in der Einführungsvorlesung erwähnt. Wir arbeiten seit 2000 an humanoiden Roboter und haben wir mehrere Systeme entwickelt, insbesondere im Rahmen von dem Sonderforschungsbereich 588, wo der AMA 3A und 3B
aber auch AMA 4 entwickelt wurden und die aktuellste Version AMA 6, was wir das letzte Mal in der Vorlesung gesehen haben. Und die Forschungsfragen bei uns sind insbesondere das Engineering von diesen Systemen, also das mechanoinformatische Engineering, nicht nur die Hardware, die wir auch selber hier entwickeln, sondern auch die Hardware-Software-Integration, die Integration von Mechatronik mit Methoden der künstlichen Intelligenz, insbesondere auch Methoden des Greifen und Manipulation und Lernen aus Beobachtung des Menschen. Es gibt hier einen Übersichtsartikel zu all diesen humanoiden Robotern, die wir in Karlsruhe entwickelt haben. Für die Leute, die an mehr Details Interesse haben, die können das auch lesen. Und die Anwendungen, natürlich haben wir angefangen hier in einer Küchenumgebung, aber wie man unten sieht, transferieren wir auch von viel von diesem Wissen, was Technologie und Methoden angeht, zu anderen Anwendungen, zum Beispiel im industriellen Kontext. Genau. Nun habe ich das oft erwähnt, aber noch nicht genau erzählt, was das ist. Ich sehe aber, dass die Zeit fast vorbei ist, der DARPA Robotic Challenge. Ja? Und zwar der Ausgangspunkt für diesen Wettbewerb, was von DARPA initiiert wurde, war die Fukushima-Katastrophe, wo man sich gefragt hat, ja, wo sind die Roboter eigentlich? Das ist immer der Fall, wenn irgendwas passiert, fragt man, wo sind eigentlich die Roboter? Wenn die Sache vorbei ist, dann investiert nicht weiter in diese Forschung und sagt so, was wird nie wieder passieren. Naja, aber das lassen wir jetzt hier. Wir zeichnen die Vorlesung auf, deshalb kommentieren wir das nicht tiefer oder... Und zwar tatsächlich 2012 hat DARPA unter der Leitung von Gilbreth so einen Wettbewerb, Roboterwettbewerb ins Leben gerufen. Und das Ziel ist die Entwicklung von semi-autonomen Robotern, also semi-autonom, das heißt Roboter, durch einen Operator gesteuert werden, aber unter harten Randbedingungen, das heißt Kommunikationsbandbreite katastrophal, Bildqualität, so dass man nicht jedes Bild beispielsweise vom Roboter zum Operator übertragen kann. Und man wollte wissen, in solchen Situationen, wenn solche Katastrophen passieren, was kann eigentlich die Technologie heute? Wie weit sind wir mit dieser Forschung? Und da hat man so einen Challenge geplant und diese Challenge war so organisiert, dass man gesagt hat, okay, wir werden mehrere Tracks haben. Ein Track A und dieses Track A, das sind Teams, denen wir Atlas-Roboter geben. Also wir haben ja die Atlas-Roboter gesehen und diese Teams, die bekommen, jedes A-Team bekommt so einen Roboter und der soll mit diesem Roboter bestimmte Aufgaben lösen. Track B, wollte man unter 12 Teams haben, die haben auch Geld bekommen und die sollen in Simulation bestimmte Aufgaben durchführen mit Hilfe von dem Atlas-Modell, soweit ich mich erinnere. Das sind aber Details, die interessieren uns jetzt an der Stelle wirklich nicht. Und Team Track C, das sind Leute, die ihre eigenen Roboter bauen und mitmachen dürfen. Und D, ich glaube, das sind Teams, die kriegen auch kein Funding, aber die können alles Mögliche an Simulationen machen und zur Verfügung stellen. Und am Ende gibt es einen Gewinner und der kriegt 2 Millionen Euro. Bevor ich die Vorlesung heute abschließe, ganz kurz, was waren die Aufgaben, die so ein humanoider Roboter, es war nicht spezifiziert, dass das humanoid sein soll, was sollen die Aufgaben sein, die diese Roboter hier ausführen sollen? Und da sieht man hier ein Auto fahren, man soll auf eine Leiter steigen, durch 3 unterschiedliche Türen laufen, über Hindernisse auch laufen, irgendwelche Holzteile und Metallteile ausräumen, damit man weiter gehen kann.
Man soll mit Hilfe von einer Maschine hier ein Loch in einer Wand bohren und so weiter und so fort. Also da sieht man hier einige von diesen Aufgaben, werden wir beziehungsweise auf den nächsten Folien sehen. Und wir werden sowieso, aber ich würde an der Stelle jetzt hier aufhören. Und wir werden das nächste Mal kurz jetzt einige Highlights von diesem DARPA Challenge mal angucken, bevor wir mit dem nächsten Teil der Vorlesung hier weitermachen. Für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Woche. Vielen Dank.